Der Neubau für Jobcenter, Familienkasse und Arbeitsagentur in Schwerin sollte bereits fertiggestellt sein. Es kam jedoch zu einer Verzögerung der Bauarbeiten am neuen Standort im Stadtteil Müßerholz. Die Pause war wirtschaftlich bedingt. Dem Investor zufolge wurden die Preise auf dem Immobilienmarkt kritisch beobachtet. Demnach war die Priorität eine preisgerechte Fertigstellung. Ab sofort soll es weitergehen. Nach Angaben der Arbeitsagentur soll das Gebäude mit einer Gesamtfläche von rund 11.600 Quadratmetern Ende 2024 fertiggestellt werden. Bis dahin verbleiben die rund 500 Mitarbeitenden von Arbeitsagentur, Jobcenter und Familienkasse an dem alten Standort am Margaretenhof.